der wird ja sagen, was ungefähr war in den 100 Jahren, wie das abgelaufen ist. Da würde ich sagen, ein bisschen was vor der Zeit, denn man soll ja bei Männern und Frauen soll man über das Vorleben nicht reden. Das ist nicht empfehlenswert, aber ich denke, bei der Wirtschaft kann man das schon machen, das Vorleben von der Wirtschaft. Denn eigentlich ist das Ganze schon ein bisschen älter wie 100 Jahre. Da kommen wir nicht ganz hin, aber die 250 Jahre, wie heute schon gesagt worden sind, stimmen nicht erholen. Ich muss vorneweg, weil ich sehe, da sind doch etliche Dichtsteingartner da, ganz kurz ein paar Sätze so zum Verständnis, wie die Ortsgeschichte Steingarten, wie das überhaupt entstanden und zusammengekehrt. Also für diejenigen, Steingarten war ja früher Kloster, das ist ja vielleicht doch irgendwie schon bekannt noch. Und was war das Kloster? Es war die Klostergebäude, ein Wirtshaus, eine Mühle, was war noch da? Und eine große Brauerei natürlich. Und außenrum eine dicke Mauer, und das war es eigentlich schon mit Steingarten. Mehr Steingarten hat es gar nicht gegeben. Ein paar Industriefabriken oder Firmen außenrum. Denn damals hat man auch schon gewusst, dass die Firmen, die Krach machen, Industrie, dass man die rausziehen soll. Zurzeit ist ja sowas wie der Diskussion mit Industrie in- oder Außerortschaften. Damals hat man das schon gewusst, was war noch außenrum? Eine Landwirtschaft, also der heutige Vollenhof. Dann hat es eine Sägemühle gegeben, da war heute Kaffee Preising, wie war die gestanden. Viele kennen die ja noch, die Straußsäge. Dann hat es eine Ziegelei gegeben mit einem großen Schnorbruch. Das war, wo heute Breitenbach ist, in der Ammergauer Straße. Und als letztes noch eine Hammerschmiede, drunter in ein Haus, weil die war am lautesten, die waren am weitesten weg da. Das war eigentlich alles, was da war. Sonst war nichts um das Kloster rum. Also darum war auch, wo heute das Haus Graufwirtschaft steht, war nichts. Das, was da war, das war ein Hopfengarten. An dieser Stelle, das war die ganze Fläche heute von Vohlenhof raus bis an die Maderbindlerstraße. Das war ein Hopfengarten, es hat ein Hopfenfeld gegeben, das sagt man heute so. Und dann kleiner Hopfenanger oder ein Hopfengarten, das war die Wiese da herüben. Das Kloster hat zwar später dann immer selber Hopfen anbaut, der war so miserabel, dass man ihn kauft und mit drüben. Aber das war vorweg, das, weil die ganze Geschichte von dem Haus doch ein bisschen mit der Ortsgeschichte zusammenhängt und verwoben ist. Darum das vorweg, dass man da ein bisschen weiß, wie das zusammengehört. So, ja, also hier an dem Haus war nichts, war ein Hopfengarten. Hat den Garage einen Bezug zur Wirtschaft irgendwie, aber das ist ein weiter Weg, bis wir eine Wirtschaft haben. Ja, und was ist dann passiert? Im Jahr 1828, also geht die ganze Geschichte in die Hand, da hat man Straßenbau, ohne Straps noch, aber Straßenbau hat man da gemacht in Steingarten. Und da hat man diese Ammergauer Straße, wie sie heute geht, die hat es früher nicht gegeben. Früher ist man direkt da, wo heute Kissinger Straße ist, gerade reingefahren zum Kloster. Und die, was heute bis 17 ist, die Straße war da. Und erst 1828 hat man die Ammergauer Straße angelegt, so wie sie heute ist, und gleichzeitig die Straßen runter ins neue Haus. Und dann hat natürlich der damalige Brauereibesitzer, war eine Säkularisation, inzwischen war er alles in zivilen Besitz, nicht mehr in Kirchenbesitz oder Klosterbesitz, er hat sofort erkannt, dass so eine Lage ideal ist für ein Wirtshaus. Das ist ja heute eigentlich allgemein, wo eine Straße einmündet, oder eine Kreuzung, eine große, dass man da die Gaststätten hingebaut hat. Und da stehen ja heute überall viele solche. Und der hat das erkannt und hat dann gesagt, da kaufe ich das Grundstück genau in den Eck herin, zwischen den beiden Straßen. Dann fallen wir alle, wo da irgendwie daherkommen, fallen wir eigentlich bei der Tür rein. Ist heute sogar der Fall. Also, Familie Graf ist heute dann bei den Menschen. Ja, also dieser Brauereibesitzer, Xaver Schmidt hat er geheißen, der die Klosterbrauerei übernommen hat oder gekauft hat, der hat das Grundstück gekauft und hat dann zwei Jahre später ein Haus gebaut, in dem er halt eine Wirtschaft einrichten wollte. Da waren wir alle noch einverstanden, aber wo es dann darum gegangen ist, dass er Wirtschaft aufmachen wollte und eine Konzession gebracht hat, dann haben die Gemeinderäte gesagt, so geht es nicht. Wir haben schon zwei Wirtschaften, also die Postwirtschaft, die heutige, die mitten im Ort drin war, also im Kloster, und in der Brauerei hat es immer schon einen Preisspielball gegeben, eine zweite Wirtschaft. Und somit hätte ja der gute Brauereibesitzer zwei Wirtschaften gehabt. Und da hat er gesagt, na, das muss nicht sein, denn warum sollte mehr, haben wir die anderen. Der Gärtner haben wir da so einen schönen Ausdruck für sowas, unverkundig sind sie, unverkundig. Und so war es ja damals schon.
Und dann haben wir gesagt, nein, das Haus ist gut, kannst du haben, Wirtshaus nein. Also erster Anlauf Wirtshaus ist einmal schon daneben gegangen. Der Brauereibesitzer, so hat ihn auch wieder nicht betrübt. Der ist dann hergegangen und hat das Haus vermietet an eine reiche Bauerntochter von Steidannen. Hat gesagt, gut, dann ist es halt ein Mietshaus, soll mir auch egal sein. Und ein paar Jahre später hat er es ihr sogar verkauft. Dann hat er gesagt, ich brauch's nicht mehr. Da ist mir eine neue Idee gekommen, nicht Wirtshaus bauen. Und was ganz erstaunlich ist, was er gebaut hat, das war die Lechbrücke nach Lechbruck nimmer. Also der Brauereibesitzer statt dem Wirtshaus hat er eine Lechbrücke gebaut. Und hat dann gespannt, dass man da viel mehr verdienen kann. Der hat hinten und vorne hat ein Zollhaus gebaut und hat gescheit kassiert. So geht's, wenn man da weggeekelt vom Ort. Und dann haben die Steingarten, Lechbruck, alle sauber, haben sie Brücken zu zahlen dürfen. Ich habe mal die Liste gelesen, da ist für alles kassiert worden. Da steht sogar drin, Übergang mit einer Gans, einen Pfennig für die Gans. Also so gründlich hat die abkassiert. Ja, dann war eigentlich der erste Anlauf mit Wirtshaus, hier, Grafwirtschaft, war gestorben. Dann ist es ein paar Jahre gegangen. Dann hat diese Besitzerin, die hat dann einen Ehemann gefunden, zwar ein Geometer hier da im Ort, der da Landvermessung gemacht hat, und dann hat sie den geheiratet und der wollte wegziehen mit in seine Heimat nach Wasserburg oder da runter irgendwo. Und dann hat sie gesagt, ich verkaufe das Haus, weil ich brauche es ja dann nicht mehr. Ja, und jetzt haben wir halt einen Käufer gesucht. Und ganz erstaunlich, wer der Käufer war, das war der damalige Pfarrer von Stengarten. Der Pfarrer hat ja früher über viel Geld gehabt, die Schuhe eher weniger, die waren die Armen. Inzwischen ist auch anders geworden. Ja, also da hat der Pfarrer sagt, das Haus will ich natürlich nicht für mich selber, das hätte ein bisschen ein Geschmäckle gehabt, sondern meine Nichte war das, seine Nichte, die war in Schongard unten und die hat gesagt, ich möchte heiraten und das wäre doch ideal. Ich kaufe dir das Haus, auf deinen Namen natürlich, ich kaufe dir das und dafür musst du mich dann, wenn ich in den Ruhestand gehe, der war schon ziemlich alt, wenn ich in den Ruhestand gehe, da aufnehmen und da gibt es einen schönen Vertrag, dass ich den auch im Krankheitsfall und so, wie sie den verhalten soll. Und somit hat also der Besitz, das erste Mal der Besitzer gewechselt, Käuferin, oder auf dem Papier zumindest Käuferin war, diese Johanna Niedermeier, die das Haus dann besessen hat. Und der Pfarrer hat alles bezahlt und sie hat dann eine heiraten können. Und sie hat einen Sohn von einer Schongauer Brauerei geheiratet. Jetzt macht man schon wieder, jetzt klappt es mit der Wirtschaft, aber leider nein, denn dieser Wirtssohn war ein Uhrmacher vom Beruf. Der war zwar Sohn einer Brauerei, aber nicht Brauerei oder nicht Wirt. Ja, und die zwei haben dann geheiratet, sind eingezogen hier in das Haus, hat prima funktioniert. Und der Herr Pfarrer wollte dann im Ruhestand kommen, er hat kein Glück gehabt im Leben, er ist vor dem Ruhestand gestorben. Hat alles, was er gehabt hat, sogar seiner Nichte vermacht. Und die beiden haben also, dieser Uhrmacher mit seiner Frau, haben nun da das Leben hier da geführt in dem Haus. Und es war ein sehr erfolgreicher Uhrmacher. Es gibt ganz in unserer Gegend ganz viele Uhren und Kirchenuhren und ähnliches, die von denen gebaut sind. Es hat also Uhren ähnlich wie so Kuckucksuhren in dieser Art Uhren gegeben, die mit hinten signiert sind von diesem Kollmann, Anton Kollmann hat der geheißen. Und die waren eigentlich lange Zeit recht erfolgreich hier. 25 Jahre war das hier im Haus ein Uhrmachergeschäft. Und sehr erfolgreich, wie er gesagt hat. Und nach diesen 25 Jahren wollte er aufhören, der alte Uhrmacher. Und er hat gesagt, ja, wir machen jetzt das, ich habe 6 Kinder. Und er wollte ganz gerecht sein, nicht, dass er mich vergibt. Und die anderen sind wie oft so die Ausgewirrten in einem, bei der Übergabe. Und hat dann gesagt, mache ich so, ich verkaufe das Haus, gebe meine Kinder jedem den gleichen Anteil. Und ich zurück zu meiner Tochter und somit ist das am besten geregelt. So hat er das auch gemacht, hat das Haus verkauft und an seine Kinder das Geld verteilt. 2 davon sind in Steingarten geblieben. Und zwar, einer war auch Uhrmacher und der zweite war der Bäcker. Und wenn ich jetzt sage, was die mit dem Geld gemacht haben, das ist für viele vielleicht nicht bekannt. Die haben uns Häuser gebaut im Elend in Steingarten, wenn man sagt, und zwar das Neubeckhaus. Also 2 von diesen Kohlmann-Kindern sind da geblieben, haben das Neubeckhaus gebaut, haben drin ein Uhrmachergeschäft und eine Bäckerei gemacht. Ja, und dann
einen neuen Besitzer braucht für das Haus. Und wer hat es gekauft? Ein Metzger aus Schwabsäulen. Der hat also das gekauft, ein Josef Filser. Und der hat dann herin, weil er ein Metzger von Beruf war, eine Metzgerei aufgemacht. Das war also schon der Beginn der Metzgerei in dem Haus, die ja eigentlich fast bis heute besteht. Und dieser Josef Filser hat dann nach 2 Jahren gesagt, ja eigentlich, also 1865 hat er es gekauft. Und dann nach 2 Jahren hat er gesagt, eigentlich könnte man da ein Wirtshaus mit dazu machen als Metzger. Das wäre noch interessanter. Hat ein anderer gestellt. Aber unsere unverbundenen Gemeinderäte haben gesagt, nein, wir haben schon 2 Wirtshäuser, wir brauchen keinen Witz. Dann waren wir wieder gleich weit. Und es hat einfach nicht geklappt wohl mit dem Wirtshaus darin. Ja. Aber der hat es dann geschickter gemacht. Inzwischen war der Brauereibesitzer neu, das war dieser Graf Dürkheim, der Gestergarten ist ein sehr Begriff. Und der hat natürlich gesagt, ja, wenn der ein Wirtshaus aufmacht, dann kann ich ein Bier verkaufen. Und dann hat er halt da in der Gemeinde gut gesprochen für ihn. Und 2 Jahre später, 1869, hat dann tatsächlich die Gemeinde gesagt, gut, wir genehmigen, du kriegst Konzession, Wirtshaus in diesem Gebäude. Und das war also der Beginn einer Gaststätte im Hause Graf, wie man heute sagt. Also man sieht, nächstes Jahr können wir schon wieder feiern, 150 Jahre Gasthaus. ganz ideal, gell? Ja, und der hat dann da sein Wirtshaus betrieben und wie es vielleicht sogar heute noch ist, ein Fremder kommt nicht leicht auf ihn. Bei den Störgarten und bei den Ursprüngen und da rundherum. Und so haben sie ihn eigentlich nicht besonders leben lassen. Sie haben ihm nicht allzu viel Geschäft auf. Das, was hier war, war der damalige Ortsgemeinde in Ursprüngen. Ein bisschen weiter südlich war die Ortsgemeinde von Reiten. Und hat es ihn halt so lange geärgert und haben ihn halt richtig aufgesucht, haben ihn nicht gescheit Geschäft machen lassen. Dann hat er gesagt, jetzt mag ich nicht mehr. Nach 5 Jahren, also 1869 sind wir dann, das ist richtig, 74, 5 Jahre, 1874, hat er dann gesagt, jetzt verkaufe ich das Ganze und jetzt ärgere ich die Ursprünger, die Büffligen, und jetzt machen wir das anders, jetzt baue ich mit dem Geld ein eigenes Wirtshaus, hinauf in die Frau Reitner Flur, und dann haben die einen Ärger mit mir. Und hat dann mit diesem Geld ein neues Wirtshaus gebaut, und das ist das heilige Fischerhaus drum. Das ist als Wirtshaus gebaut worden, war in der Nachbargemeinde. Und da hat er gesagt, da fangen jetzt alle Leute ab, die in der Straße runterkommen, die dann nach Stegaden wollen, damit ich mich auch wieder rächen kann an denen. Ja, und das hat er damit auch geschafft, hat ein neues Wirtshaus gebaut und die 7 Gemeinderäte, die überspringen, haben wir dann sagen müssen, ja, Pech gehabt. Das waren übrigens die 7 berühmten Gemeinderäte, die auch mit einem Brückenbau mal berühmt waren. Wahrscheinlich die Einheimischen wissen schon, was es geht. Gell? Das waren die 7. Und jetzt haben wir also da drum ein neues Wirtshaus gehabt und das heruntere hat natürlich auch wieder einen Käufer gebraucht und das war wiederum ein Metzger aus Erbenschwang war der und der hat dann das übernommen, Wind, glaube ich, hat er geheißen, Josef Wind und der hat dann die Wirtschaft zwar weiter betrieben und eigentlich ist es ihm genauso gegangen wie sein Vorgänger. Er war nicht von da und dann hat er eigentlich kein Geschäft machen können. Und was ist passiert? 5 Jahre später, im Jahre 1880, hat er dann pleite gemacht. Das Haus ist versteigert worden. Und damit war ein großer Abschnitt Wirtshaus schon wieder mal beendet, nach 5 Jahren. Interessant vielleicht, dass im gleichen Jahr der Neubeck drunten pleite gemacht hat. Also das Haus Neubeck. Im gleichen Jahr hat der Neuwirt Filser drum in der Stegel mit dem Fischerhaus ableite gemacht. Also es war ein schlechtes Jahr für Wirtsleute, gell? Also 3 Pleiten von allen, die irgendeinen Bezug haben zu diesem Haus. Ja, das war dann also mal das vorläufige Ende. Und dann ist die Versteigerung, dann ist zwar einer da gewesen, der das eingesteigert hat, das Haus und die Wirtschaft, aber der hat nicht zahlen können. Dann hat man nach einem Jahr oder nach 2 Jahren die Versteigerung nochmal frisch ansetzen müssen. Der hat zwar eingesteigert, aber gar kein Geld gehabt. Übrigens der Vorgänger pleite, Filser, wo ich gesagt habe, der dann im Fischerhaus war, der hat dann anschließend die Postwirtschaft in Schwamberg übernommen, hat pleite gemacht, ist dann in die Rose nach Füssen gegangen und das weiß ich nicht, wie es ihm da gegangen ist. Aber er war zumindest ein erfolgreicher Pleitier.
bei dieser Versteigerung, der dann nicht zahlen hat können. Und dann hat die Brauerei gesagt, so geht es nicht weiter, die Brauerei Dürkheim, also die gräfliche Brauerei, dann übernehme ich dieses Wirtshaus und verpachte es. Das ist mir sicherer, weil so hat es nicht hier. Am Schluss kommt ganz andere Berufe und ich kann kein Bier verkaufen. Dann hat man einen Pächter gesucht, dann haben wir gesagt, und jetzt muss ein Einheimischer her, weil so geht es nicht weiter. Gell? Und dann haben wir einen Schleich, Michael Schleich, der war von Kellershof, vom Jeck, haben dem dieses Wirtshaus hier verpachtet. Also die Brauerei war inzwischen Besitzer und dem Michael Schleich hat das verpachtet. Und das war dann ganz erfolgreich als Wirt, denn er war erstens einmal von den Vereinen, er war Vereinsvorstand in Steingarten vom Veteranenverein, ganz zackig muss er gewesen sein, ganz viele Sachen überliefert von dem. Er war erstens auch einheimisch, wie ich gesagt habe, und auch ein guter Wirt. Und nebenzu, der damalige Bürgermeister war sein Nachbar, der war drüben vom Mösmer, der Michael Mösmer, und die zwei, er ist dann stellvertretender Bürgermeister geworden oder Beigeordneter, wie das damals geheißen hat. Und dann hat das nicht schon geklappt, weil Filz hat immer funktioniert, gell? So, ja, und dann waren wir also beieinander, gell? Jetzt haben wir ein Wirtshaus und endlich einen Wirt, zwar als Fechter, aber dann recht erfolgreich. Und der hat wirklich 25 Jahre oder 30 Jahre das Wirtshaus betrieben, mit ganz viel Erfolg. Und die Alten haben immer noch gesagt, beim Filzer, das war dann schon, beim Schleich, nicht Filzer war der Vorgänger, beim Schleich. Und andererseits war der Uhrmacher auch offensichtlich sehr bekannt und sehr beliebt im Ort, denn das ist überliefert, dass viele aber Alte da gesagt haben, geh zum Uhrmacher und hol ein Bier, obwohl inzwischen schon lange ein Wirt drauf war. Gell? Hat man noch beim Uhrmacher das Bier geholt, so im Volksmund. Ja, dann haben wir also diesen Michael Schleich und das ist als Pächter hat prima funktioniert. Dann einen Wechselplatz gegeben im Jahr 1914. Hat die gräfliche Brauerei in Steingarten ist abbrennt. Und dann hat man die nicht mehr neu eröffnet und somit hat dann der Besitzer gewechselt, also die Brauerei hat gewechselt und man hat es verkauft, der Brauerei in Kaufbeuern, wo heute schon angesprochen ist, Traube und Rose, glaube ich, oder Taube, also die heutige Arztbrauerei, die hat dann das übernommen. Ja, und 1918 war der Schleich nun alt und wollte in Ruhestand und dann hat er gesagt, gut, ich höre jetzt auf und dann hat man Brauerei gesagt, die Kaffeebrauerei, also Pächter wollen wir nicht mehr, wir wollen die Wirtschaft weg haben, das ist für uns zu umständlich, bis von Kaffeier darüber. Und dann sind als Käufer die Familie Graf aufgetreten. Da sind wir halt schon mal gewesen, haben wir halt schon mal gehört. Und zwar war das folgendermaßen, der alte Senior Graf Johann Graf, der war Metzger in der Post in Steingarten, am Marktplatz. Und der hat heute mal die Nachbartochter angelacht beim Kaufhaus Echter, damals hat es noch Hinterberger geheißen, beim Kaufhaus Echter Tochter angelacht, zwei haben geheiratet, drei Kinder hat es gegeben und die haben dann den Mut gehabt, was wir heute schon erklärt haben, dass sie das Wirtshaus hier übernehmen oder kaufen. Hat 25.000 Mark gekostet, 3.000 Mark nur für das Inventar, war damals sicher viel Geld und das in Kriegszeit 1918. Aber sie haben den Mut gehabt, haben das gemacht, haben das gekauft und seit dieser Zeit ist ja Familie Graf auf diesem Hause Besitzer, Inhaber und recht erfolgreicher Gastwirt. So, das war jetzt einmal die Zeit bis zum Besitzer Graf. Und da habe ich mir überlegt, es ist ja schon angesprochen worden, wie das Ganze so gelaufen ist, dann in den Jahren danach. Das will ich jetzt nicht im Ganzen wiederholen, das wird langweilen. Ja, man hat ein paar Umbauten gemacht, hinten den Saal vergrößert, man hat vorne ein Nebenzimmer gebaut, man hat einen Eingang verlegt. Also diese Sachen heute im Haus sind viele Um- und Anbauten. Das war das eine. Was hat man sonst? Nebenbei, die dreimal haben wir inzwischen schon Albert Graf, habe ich festgestellt, im Haus Senior, Mittelohr und Junior. Also haben wir schon drei Generationen, die es hier gibt. Also man sieht, das funktioniert. Außerdem werden offensichtlich Wirtsleute sehr alt. Denn die Gründer, Wirtin ist 94 Jahre geworden, der Sohn ist 92 Jahre geworden, seine Schwester ist, glaube ich, 93 geworden. Also man kann schon alt werden, ich gratuliere euch heute schon für die nächsten vielen langen Jahre. Jetzt würde ich sagen, machen wir das anders, nachdem ja diese Zeit Graf, steht mir nicht an, dass ich da viel drüber rede. Vielleicht was anderes, dass ich aus meiner eigenen
Erfahrung und Erlebnisse mit dem Gasthausgraf, die ich so gehabt habe, jetzt sind nicht ganz 100 Jahre, schaffe ich nicht, 75 schaffe ich, 100 schaffe ich nicht. Und es ist wirklich so, vor 75 Jahren war meine erste Begegnung mit diesem Haus. Und zwar war das 1943, war damals 9 Jahre alt und habe dann, mein Bruder war ein Metzger von Beruf, Walter, der gefallen ist mein Bruder, und die Söhne hier vom Haus waren ja schon Krieg eingerückt, die Metzger waren. Und dann hat der bis kurz vorher eingerückt, aber wir sind sehr oft hier Aushilfe gemacht als Metzger. Der hat immer der ausgeholfen. Und früher war es ja so, dass die Metzger oder die Metzgereien, wenn die ein Viech gekauft haben, der Bauern, dann hat man halt den Metzger rausgeschickt, der hat einen Strick mitgenommen und hat das Stück aus dem Stall raus trotzdem hergeführt. Und das war auch da 1943 einmal der Fall. Und für mich natürlich ein sehr, sehr trauriges Erlebnis, aber es war eben so. Dann hat der Bruder gesagt, du, ich muss heute wieder die Sauerkette holen, magst du mitgehen? Selbstverständlich mag man das. Ich bin dann reinmarschiert mit ihm, dann aus dem Stall das Kälb raus, für ganz ein Netz, Strick um den Hals, dann sind wir losmarschiert Richtung Steingarten. Und dann zwischen dem wieder mein Buschel Gras gehalten, was ja nett war. Dann hat man das dahinter das Haus rübergeführt, das Kälb wird angebunden. Und ich bin ein bisschen dumm rumgestanden. Da kommt der alte Senior Grafschiff raus mit einer riesen Axt. Rest erzähle ich nicht mehr. Ich glaube, jeder wissen, wie das geendet hat. Also ich bin dem Metzger nicht böse, ich wollte zwar keine werden seitdem. Aber das so mein erstes Erlebnis mit dem Haus. Ich glaube, das kann man ruhig erzählen, wie das passiert ist. Ja, aber dann Themawechsel. Wie ist das weitergegangen dann? Wenn jemand heute sagen wird, ich gehe jetzt zum Graf zum Tanken, dann wird man sagen, so ein versoffenes Loch. Aber das Ganze ist Tatsache. Denn vor dem Krieg und bis in Köbne war ich hier im Haus noch in die Tankstelle. Zum Gasthof Graf hat in die Tankstelle gekehrt. Das sind ganz viele, die noch nicht gekehrt haben. War vorn draus, so wie die früher ausgehabt haben, so 2 Meter hohe Tanksäule. So ganz originell. Und da hat man als Kind in den Hof zugeschaut. Und wir das Tanken, das war eine richtige schöne Angelegenheit. Die hohe Säule, ganz oben waren zwei so Schaugläser mit 5 Liter je, links und rechts waren es. Und dann hat man mit Hans so 5 Liter Benzin aufgepumpt in so ein Glas. Und dann hat man den Schlauch, den mit Tanken hat, umgestellt und bis das ausgelaufen ist, hat das nächste das andere wieder aufgepumpt mit Benzin. Das wäre heute ein Holzgeschäft bei unserem Verkehr. Aber das war natürlich zum Zuschauen als Kind und so, war das hochinteressant. Und da hat man sich viel rumdrin an die Tankstelle beim Grafen und hat da geschaut, wie die paar wenigen Autos und Motorräder mehr, was es gegeben hat, tankt haben. Was mich überhaupt verwundert, damals hat es einmal in Steingarten bis zu 7 Tankstellen gegeben. Man soll es nicht für möglich halten. Und heute haben wir eine und viel, viel mehr Auto, gell? Aber ja, sag, ist halt so. Ich weiß nicht, ob noch viel wissen, wo die alle waren, die Tankstellen. Die erste war Drom am Raiffeisen. Dann war eine halt, wo der Findenberg ist, also bei der Firma Eicher, Baugeschäft Eicher. Dann war die nächste, war beim Strauß, die Strauß-Tankstelle drin und Kaffee Preisinger da. Dann war Kaisinger, dann war hier Weiß, Kaisinger. Dann war hier beim Graf und in Ruhr in Lauterbach, beim Pfeiffer war auch noch mehr. Also 7 Tankstellen haben wir gehabt. Das ist schon erstaunlich, wenn man das heute hört. Ja, das war dann so die Erlebnis mit dem Tanken. Und dann kommt aber jetzt wirklich der Höhepunkt des Gasthauses Graf, das viele gar nicht wissen, ein ganz historisches Datum für Steingarten, das ganz sicher in die Geschichte geht. Hier vom Haus draus hat in Steingarten der Zweite Weltkrieg geendet. Das ist viele gar nicht mehr bewusst. Und zwar war am 28. April 1945 sind mit einem Höhenradau zwei amerikanische Schirmenpanzer über Köderberg runtergefahren, haben hier vom Haus Halt gemacht. Einer sei Kanonen Richtung Füßnerstraße, einer Richtung Ammergauerstraße. Und da hinten nach in einem Chip drin, der Captain war also, gehört zu dieser Einheit, ist dann reingefahren zum Bürgermeister und hat die offizielle Übergabe, kampflose, Gott sei Dank, Übergabe von Steingarten da abgeschlossen. Also hier vor dem Haus hat der Zweite Weltkrieg in Steingarten geendet. Das ist sicher ganz interessant, dass man das Datum auch mal aufbringt und auch mal anspricht. Es war wirklich kampflos, ohne Verlust. Im Nachhinein hat man erfahren, dass Steingarten eigentlich gemeint hat, dass die Amerikaner von Rechtbruck darüber kommen,
Aber nachdem er die Brücken gesprengt hat, hat sich das ein bisschen verzögert. Und Gott sei Dank für uns, denn irgendeine Einheit wollte so Richtung Hopfenfels, schönes Schussfeld, wollte die eigentlich da bekämpfen oder halt wieder aufhalten, bekämpfen, war er damals in der Zeit schon fast nicht mehr richtig, aber noch halt ein bisschen verzögern. Und nachdem die viel später gekommen sind, hat sich das erledigt. Aber er hätte sich sonst ein paar Dinge mit Denkmalschutz nicht gar erledigt, wenn die rübergeschossen hätten. Gell? Aber das nur zu dem Kriegsende und zu diesem Datum, das man vielleicht ansprechen soll, wenn man schon das Haus da so historisch wertvoll da nennen kann. Ja, das war also das Kriegsende, aber nicht nur jetzt das Kriegsende Steingaden, sondern gleichzeitig auch das Ende eines KZ-Todesmarsches. Das ist für viele noch neuer. Man hört immer von den Todesmärschen da Richtung Hausam und dann ein, die von da gekommen sind, zwei Tage marschiert sind. Dieser Todesmarsch, den Garten mit KZ-Häftlingen, der war über 14 Tage, die sind bis von Speichen in den Württemberg hierher gekommen und sind hier dann in Steingaden praktisch von den Amis eingeholt worden, dieser Marsch, und sind dann befreit worden. Das sollte man auch mit erwähnen. Das waren so 80 Häftlinge, die das überlebt haben bis daher. Und da sitzt der Alfred Schweiger, mein Schulkamerad, der wird mir das bestätigen. Wir haben natürlich sofort, wo die Amis da einmarschiert sind, ob man schauen wirst und so mit 11 Jahren, ich bin neugierig, wie schaut es auf Feind aus, wie schauen überhaupt die Sieger aus. Man hat ja keine Vorstellung gehabt, denn die Werbung im Dritten Reich war anders wie heute. Da sind wir also losmarschiert, nicht so, und sind hergeschlichen um die Panzerung. Und das Erste, was wir gesehen haben, waren ja diese Häftlinge mit ihren gestreiften, weiß-blauen Anzüge. Und dann habe ich mir damals auch gedacht, also ich habe mir den Feind ganz anders vorgestellt. Denn man hat ja keine Ahnung gehabt davon. Und dann sind zwar kurz drauf sind die Panzerbesatzung hinter dem Haus rummarschiert, zwei Schwarze mit Stahlmaschinen bestohlen. Dann haben wir zwar ein paar Minuten kein Wort mehr gegeben, aber dann haben wir wirklich gewusst, wie ein Feind ausschaut. Gell? Oder ein Sieger oder ein Befreier, egal wie wir es nennen wollen. Ja, das also zu dieser Sache Kriegsende. Man hat oft ein bisschen geschossen dann, aber nicht mehr im Ort herin, sondern die sich eigentlich hier eigentlich verschanzt gehabt haben und wollten in Richtung Heerbrugg schießen, die sind dann ein Stück weiter raufgezogen bis zum Waldrand da Richtung Kohlhofen und haben dann, wo die Panzer dann zwei Stunden später wieder weitergefahren sind, Richtung Wildsteig, haben die da ein paar Schüsse da loslassen, halt zum die aufhalten und dann haben die Panzer einmal gesorgt, wie sowas ausschaut. Und seitdem habe ich einen höheren Respekt vor Krieg. Denn die haben dann einmal so mit 20 Schuss den Waldrand vom Osterbüch runter da beharkt, dass bloß eine Streisel übrig waren, anstatt Bäume und alles. Und dann sind die anderen, die wollten ja gar keinen Widerstand, die wollten bloß verzögern, sind dann abgezogen und dann war eigentlich der Krieg wirklich für uns beendet. Das also zu dem. Dann ist die gute, bessere Zeit gekommen, wir waren ja nun Krieg vorbei, Gott sei Dank. Dann ist man beim Graf vor dem Haus gehabt, damals hat man so wie es heute oft üblich ist in die Innenstädte, den Tisch noch vor der Haustür aufgestellt, am Haus entlang. Und da hat es irgendwie das ganze Gastding mit dem Biergarten, man wollte einfach jetzt wieder frei raus, hat sich das da draußen aufgeführt an den Tischen von draußen. Das habe ich auch noch so gut in Erinnerung, wo uns eigentlich das so beeindruckt, oder negativ beeindruckt hat, dass man so viel gesehen hat, die vom Krieg gekommen sind, als versehrte Arme weg, Beine weg, als war wie Spindlermax, die dann da draußen gesessen sind. Das war irgendwie schon eine Horror-Erinnerung, die man hat an die Zeit. Aber Zeit geht weiter. In den 50er Jahren Erlebnisse Gasthaus Graf. Und das war wirklich was für, wie soll man das bezeichnen, für Bildung und Lebenserfahrung. Mädle-Quänzle. Ein extra Kapitel. Und zwar waren Mädle-Quänzle früher so üblich. Und da sind immer bis 12 Uhr, drin im Saal, war Damenwahl. Und da hat man wirklich eigentlich ein Semester Psychologiestudium einsparen können, wenn man da dabei war. Was für das ganze Abgang ist, gell? So in Gruppen beieinander gesessen, Mädchen, auf der anderen Seite die Buben. Und dann hat die Musik angefangen und dann hat man wirklich Menschenkunde studieren können da herin. Wie das gegangen ist, die ganzen die Forschen, die ganzen die Schüchternen, die anderen, die es mit inneren Werten für mich aus gemacht haben, die anderen mit großen Reden. Jeder auf seine Art hat halt da geschaut, wie man da beim anderen Geschlecht
Chancen kriegen kann und wenn man drankommt. Und die Mädchen haben natürlich das ganz schön schamlos ausgenutzt. Muss man schon dazu sagen, gell? Ja, und das ist eigentlich ganz schön gegangen, wenn man dann so geschaut hat. Die männlichen, die Chlorheißler, die sind halt dort gesessen, haben ein Bier getrunken, mehr Geld haben sie gehabt. Oder auch ein zweites, wenn es gut gegangen ist. Schon die Besseren, die haben ihre Freundinnen oder Tanzpartner eingeladen, zu einem Schnäpsle. Irgendwo da, ich weiß nicht genau, wie das baulich war, an dieser Wand, war in die Bar. Die war ungefähr 1,5 Quadratmeter groß, ausgebaut. Dahinter ist eine Barfrau mit süßen und scharfen Schnaps gesessen und dann ausgeschrieben. So kleine Plastikbecher, wie früher der Honig drin war. Und die haben 20 Pfennig an der Schnaps gekostet übrigens. Da hat man halt dann, wenn man es sich leisten kann, haben wir diese Tanzpartner in so einem Schnäpsel eingeladen. Und das war dann eigentlich schon wieder eine Chance mehr. Natürlich haben auch die Honoratoren und Geschäftshönige im Münstergarten, ich sage jetzt keine Namen, die haben sich nur ein paar Wiener bestellt. Dass man dann natürlich schon mehr hermacht, ich glaube mit ein paar Wiener am Tisch und vielleicht dann ganz gnädig einmal das Mädchen runterbeißen und lassen sogar. Auch das hat man gesehen. Und so ist das Ganze also abgelaufen darin. Ja, und über allem stand natürlich die Senior-Chefin da neben der Tür, klappernden Schlüsselbund am Gürtel und hat über das Ganze gewacht, dass da ja nichts schief geht. Sie war ein ganz frühes Beispiel von Emanzipation und Frauen in Führungspositionen. Die hat das also damals schön im Griff gehabt. Ja, jetzt waren wir bei den Mädelgrenzle. Was gibt es noch so als nächstes? Ah, unbedingt. Kulinarisches Highlight beim Graf. Donnerstag, 17 Uhr. Warmer Leberkäse. Viele lachen, also offensichtlich ist das schon im Gedächtnis blieb bei manchen. Das war der absolute Höhepunkt in Schneegarten. Um 5 Uhr hat es beim Grafen warmen Leberkäse gegeben. Und ab 3:45 Uhr sind sie sternförmig Richtung Graf und haben den Laden da überfallen. Jeder wollte noch was erwischen, man hört man, kann man erwischt. Und da hat man den Leberkäse gekauft. Hinter der Theke manchmal recht gestresste Verkäufer, die sich zerfleischt haben gegenseitig. Ja, das war die Zeit. Warmer Leberkäse am Donnerstag, 17 Uhr. Viele sind da drin. Ich habe mich eigentlich auch immer gewundert, wenn man heute irgendwann am Stammtisch sitzt, gibt es immer noch ganz oft das Gespräch, wenn man heute, gerade wenn man Leberkäse isst, aber der damals beim Graf, er hat wirklich einen Kultstatus und einen Ruf, der muss besonders gut gewesen sein. Liegt es an der Erinnerung oder hat es damals bessere Metzger gegeben, hat es damals bessere Schlacht gegeben, ich weiß es nicht. Aber ich bin bereit, der war gut. Ich habe ihn auch so in Erinnerung. Ja, was gäbe es noch so in der Folge, was noch passiert ist? Doch, ein letztes, glaube ich, das müssen wir schon noch erwähnen, das auch noch ganz viele im Gedächtnis haben. Graf Senior Albert mit dem Kehrwägerle hat das Vorzeichen geputzt. Dieses Bild ist wahrscheinlich auch noch in vielen Köpfen in Erinnerung geblieben, wenn er mit einer Hingabe mit seinem Kehrwägerle den Vorplatz da sauber gemacht hat. Hin und her, starrer Blick auf den Schutz, der da schon da war, jedes Blatt im Griff. Das ist vielleicht auch noch eine Erinnerung, die man so erzählen kann, wenn man hier einfach auch ein Stück Geschichte Gasthaus Graf ist. So, jetzt höre ich auf, sonst wird es ein rechter Schmarrn, gell? Ja, und was ich habe mir gedacht, jetzt muss ich doch nur irgendetwas finden, das sich tatsächlich grundlegend geändert hat in dem Haus. Denn sonst hat er alles durch seinen normalen Lauf. Und dann habe ich gesucht im Archiv und siehe da, ich bin fündig geworden. Ich habe eine Speiskarte gefunden vom Gasthaus von 1938. Und dann habe ich die angeschaut und jetzt habe ich den Unterschied gefunden. Und zwar auf der rechten Seite der Speiskarten. Ich hab diese Speiskarten. Ich habe die Speiskarte kopiert, weil sie so nett war und so reizvoll. Wir werden noch in jedem Tisch ein paar hinlegen. Ich habe ein paar Fotos auch mit kopiert als Beweis für Tankstelle und solche Dinge. Und wie die Wirtschaft bei der Übernahme 1914 ausgeschaut hat, da war das noch ein uriger Wirtshaus. Ein schönes Bild davon.
die teilen das dann einmal aus, dass man sich ein bisschen da noch das amüsieren kann damit. Und stellen Sie aber nicht nach der Karte, da kriegen Sie Ärger. So, dann sage ich Dankeschön für das geduldige Zuhören und beim 150-Jährigen komme ich nachher wieder nach 2 Jahren.